Hallo, willkommen bei der angewandten Röhrentechnik, dem Teil 6b. Heute geht es um die Versorgungsspannungen der Bildröhren, unter anderem die Spannung für die Kathode, den Wellnesszylinder, den Fokus sowie die Beschleunigungsanode und die Hauptanode. In der Videobeschreibung sind einige statisch abgelenkte Bildröhren von mir verlinkt, inklusive dem Datenblatt. Wer einsteigen möchte in die Bildröhre, kann anfangen mit kleinen Bildröhren, wie zum Beispiel der hier gezeigten DG3 oder der amerikanischen 913. Das sind kleine Bildröhren, die schon mit sehr wenig Spannung auskommen, also meistens mit 500 Volt. Während die größeren Röhren, wie zum Beispiel die heute vorgestellte B10 S1, bereits 2000 Volt Anodenspannung benötigt. Kleinere Röhren, wie zum Beispiel die im letzten Video vorgestellte LB7, leuchten zwar schon mit 1000 Volt Anodenspannung, aber trotzdem ist es ein bisschen schwach. Die möchte zum Beispiel auch 2000 Volt. Und um vorzugreifen, im nächsten Video geht es um die Ablenkplatten, also X- und Y-Ablenkung und die benötigte Elektronik. Und im letzten Teil wird ein kleines Netzteil vorgestellt, mit dem ich aus den normalen 250 Volt aus dem Standard-Röhrentransformator die Hochspannungen generieren kann, für die Bildröhre zu betreiben. Inklusive der heute vorgestellten Kontrollspannungen. Wie gesagt, im heutigen Video geht es primär um die B10 S1. Dazu nochmal kurz das Datenblatt. In den Datenblättern ist die Röhre meistens nicht ganz korrekt dargestellt. Hier zum Beispiel das G4. Ich habe schon das letzte Mal darauf hingewiesen, das ist in Wirklichkeit die Hauptanode, die aus Graphit besteht und auf dem Glaskolben von innen aufgetragen ist. Die ist natürlich nicht im Bereich der Röhre, also im Bereich des Elektronenstrahls, sondern erst danach. Das sind so kleine Sachen, die im Schaltzeichen anders sind als in der Realität. Ups, das war so viel. Und besagte Röhre braucht, wie gesagt, 2000 Volt in der Hauptanode und die Vorbeschleunigungsspannung ist 400 Volt. Und die Fokussierspannung 450 bis 650 Volt. Und der Wellnesszylinder ist um die minus 20 bis minus 85 Volt. Da bei diesen Spannungen kein hoher Strom fließt, kann man das, wie gesagt, über einen Spannungsteiler organisieren. Das wird gleich vorgestellt. Und etwas schwieriger wird es im nächsten Teil, wenn es um die Ablenkspannungen geht, also Entschuldigung, den Dreieckgenerator, den Sägezahngenerator, Entschuldigung, es ist noch zu früh oder zu spät, keine Ahnung, um die X-Ablenkung zu betreiben und den Vorverstärker für die Y-Ablenkung. Aber kommen wir jetzt erstmal zur Röhre. Die B10 S1 ist wie gesagt eine Oszilröhre mit ungefähr 10 cm Schirmdurchmesser, wobei vom Durchmesser ungefähr 8 cm nutzbar sind für ein Bild. Die Röhre verfügt über einen 10-poligen Stahlröhrensockel. Das ist die besagte Hauptanode, das ist der Graphitbelag innerhalb der Röhre. Die Röhre wurde übrigens produziert in der vierten Woche des Jahres 1956. Hier ist eine Detailaufnahme vom System. Hier ist die Kathode. Hier ist der Wellnesszylinder. Wenn man genau guckt, sieht man hier das Löchlein. Hier ist ein Teil der Beschleunigungsanode, das G2.
die Fokussieranode. Und hier geht es weiter ins, in die Ablenkung. Zum Schluss kommt nochmal die Vorbeschleunigung und die Fokussiereinheit. Diese Gitter treten mehrfach auf, sind aber im Schaltzeichen nur einmal eingezeichnet. Das ist ein bisschen anderer Winkel. Hier sieht man einen Teil der Ablenkung. Hier ist nochmal das System etwas größer. Hier ist die Kathode. Hier ist der Wellnet. Und hier geht es mit der Vorbeschleunigung los. Und hier sieht man einen Teil der Ablenkplatten, die aber leider bei der Röhre im Graphit verschwinden. Im letzten Video habe ich die LB7 vorgestellt. Dort sind die Ablenkplatten etwas besser zu sehen. Hier ist die Y-Ablenkung. Und das hier ist die X-Ablenkung. Das ist besagter Stahlröhrensockel, 10-polig. Hier sieht man den Schirm. Wie gesagt, die Röhre hat einen Durchmesser von ungefähr 10 cm. Und 8 davon sind nutzbar. Und das ist der Schirm von vorne. Bevor ich jetzt hier viel weiter labere, gehen wir mal nach nebenan für die Schaltung aufzubauen und mit einem Punkt zu enden. Also sprich, das heutige Ziel ist die Ablenkung der Röhre, das heißt die Ablenkung, die Kontrollspannungen zu erzeugen und einzustellen, dass die Röhre einen Punkt darstellt. Nämlich ohne Ablenkung sollte die Röhre einen Punkt liefern, ungefähr in der Mitte. Wie hier im Datenblatt steht, dass die unabgelenkte Röhre einen Punkt erzeugt, der ungefähr 5 mm um den Schirmmittelpunkt ragt. Also einigermaßen zentriert. Und das ist das Ziel des heutigen Videos. Das nächste Video, wie gesagt, beschäftigt sich mit der Ablenkung. Und das Video drauf, also der letzte Teil, ist dann die Spannungsversorgung im vernünftigen Stil. Dann machen wir jetzt mal drüben weiter. 6 Uhr morgens am Freitag, dem 1.12.2023. Wir starten mit dem Aufbau der Kontrollspannungen für die Bildröhre. Wie schon bereits im Vorspann angedroht, nutze ich eine B10S1 vom Funkwerk Erfurt. Diese hat einen 10 cm Bildschirm, von dem ungefähr 8 cm effektiv nutzbar sind. Aber eingesetzt kann jede beliebige elektrostatisch abgelenkte Bildröhre. Die kleineren Bildröhren kommen mit also ungefähr mit einem 3 cm Bildschirm. Die sind bereits mit 500 Volt Spannung zufrieden. Dort ist es möglich, ein Prinzip an Röhrenprüfer einzusetzen als Spannungsquelle. Etwas größere Röhren brauchen ungefähr 1000 Volt. Dazu nutze ich meinen modifizierten 18 kg Oschi. Ich habe einen neuen Transformator eingesetzt. Also die hier angezeigten Spannungen sind falsch. Ich komme jetzt auf eine gesiebte Gleichspannung von 1000 Volt oder im Mittelabgriff auf 500 Volt. Und ich habe, wie gesagt, eine regelbare Gleichspannung von 0 bis 2500 Volt für die Anode. Dazu brauche ich noch mein Netzteil von Wandel und Goltermann,
als Quelle für die Heizspannung, in diesem Fall nur die 4 Volt. Im vierten Teil wird ein etwas kompakteres Netzteil vorgestellt, das alle benötigten Spannungen erstellt. Auch für die Steuerelektronik der Ablenkplatten, der X- und Y-Platten, die im nächsten Teil vorgestellt wird. Aber heute geht es im Prinzip nur um die Darstellung eines Punktes und den Aufbau des Spannungsteilers für die Kontrollspannungen. Genauer gesagt, das ist jetzt ein bisschen improvisiert, diese hier. Aber der Fokus spielt mit. Na komm. Ich brauche, wie gesagt, die Minus 100 Volt für den Wellnesszylinder. Ich brauche 400 Volt für die Vorbeschleunigung und ungefähr 450 bis 650 Volt für die Fokussierelektrode sowie die 2000 Volt für die Beschleunigungsanode. Alle Spannungen können über einen Spannungsteiler bereitgestellt werden, da hier kein hoher Strom fließen muss. Insofern ist die Elektronik, also die Elektronik für die Kontrollspannungen relativ einfach aufzubauen. Und das Ganze machen wir jetzt. So, das hier ist jetzt der grobe Spannungsteiler. Ich habe verzichtet, Klärungskondensatoren und Stützkondensatoren mit einzuzeichnen. Es geht jetzt hier nur nackt um die Widerstände. Ich habe die Betriebsspannung von 1000 Volt, also hier ist mein 0 Volt Potenzial. Das ist das hier, die 1000 Volt geklettet. Das ist hier. Und dazwischen liegt ein Spannungsteiler von 11 Megaohm, ein bisschen mehr als 11 Megaohm. Ich habe jetzt Standardwiderstände benutzt, deshalb ist es ein 11,1, glaube ich, jetzt insgesamt. Es muss keine exaktes Teilerverhältnis sein, weil es wird eh alles über Putties eingestellt. Es reichen ungefähre Werte. Und ich habe, wie gesagt, 11 Megaohm. Auf einer Seite ist 1 Megaohm, auf der anderen sind 10 Megaohm. Das heißt, ein Widerstandsverhältnis von 10 zu 1. Und wenn ich diesen Punkt hier als meine virtuelle Kathode sehe, also das, was auf der Röhre dann das 0-Volt-Potenzial wird, ist auf der linken Seite noch 1 Megaohm. Durch den Teiler, wie gesagt, ist dann dieser Punkt auf ungefähr 100 Volt, gesehen vom echten 0-Volt-Potenzial. Also wenn ich das hier als 0 Volt sehe, ist alles, was links ist, negativ und alles, was auf der rechten Seite ist, sind positive Spannungen. Auf der rechten Seite bleiben jetzt, wie gesagt, ungefähr 900 Volt stehen. Die kann ich über diese zwei Abgriffe G2 und G3 dann über das Putty entsprechend einstellen. Ich brauche für das G2 400 Volt. Das ist die Vorbeschleunigungsanode und G3 ist die Fokussieranode. Die benötigt Spannungen von 450 bis 650 Volt. Da natürlich die Spannungen jetzt hier gesehen werden vom virtuellen 0-Volt-Potenzial, ist natürlich die echte Spannung, also vom echten 0-Volt-Potenzial, natürlich 500 Volt und 650 Volt, schon 550 Volt, weil natürlich die 100 Volt hier natürlich mitgerechnet werden. Aber auf der Bildröhre ist alles dann relativ zu diesem Potenzial, das ist 0 Volt. Ich bin bekannt für meine chaotischen Erklärungen. Um das Chaos ein bisschen zu entchaotisieren, machen wir das Ganze etwas praktischen Aufbau. Da wird die Schaltung etwas klarer. So, bevor es losgeht, noch ein kleiner Beweis, dass die Spannungen wirklich so hoch sind, wie angekündigt ist. Dazu nutze ich meinen Nixi-Voltmeter oder Multimeter besser gesagt. Das schalten wir jetzt in den Gleichspannungsbereich bei 1000 Volt. So,
hier die 0 Volt und schicke die dritte Hand und dann die 1000 Volt, was das Voltmeter bestätigt, 983, irgendwas Volt. Das Ganze auch der Hochspannung. Ist jetzt noch auf 0 Volt, weil der Trafo ist auf minimal. Und jetzt stelle ich ab. Volt ein. Parallaxenfehler hin oder her. Und wir haben 900 Volt. Also insofern sind die Netzteile funktionsfähig. Und da geht es jetzt an den Bau des Spannungsteilers. So, los geht's. Ich nutze wie immer meine Experimentierplatinen, die offiziell nicht für diese Spannung ausgelegt sind. Also es ist immer so ein bisschen, es läuft oder es läuft nicht. Oder im schlimmsten Fall schicken wir es in den IOL. Ich brauche, wie gesagt, zuerst 4 Volt Heizspannung. Wichtig ist, die Bildröhre ist halb indirekt geheizt. Das heißt, die Heizspannung der Bildröhre muss isoliert sein von den restlichen Heizspannungen, um die Gefahr zu vermeiden, dass die verschiedenen Kathodenpotenziale sich kreuzen, also sprich ein Kurzschluss ausgelöst wird. Wie gesagt, die B10S1 wird mit 4 Volt geheizt und ich brauche die Verbindung zu den 1000 Volt, also 0 Volt Potenzial und das 1000 Volt Potenzial. Falschen Stecker. Und das 0 Volt Potenzial von der Festspannungsquelle wird jetzt verbunden mit dem 0 Volt Potenzial des Hochspannungsgenerators, dass auch hier die 0 Volt Potenziale gleich sind. So, im nächsten Schritt habe ich die Bildröhre versucht günstig hinzulegen, dass die Anschlüsse gut erreichbar sind. Das ist die Pinbelegung. Die ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Die ist natürlich für jede Bildröhre anders. Und wie man für das Bild, wie man hier sieht, die Röhre ist halb indirekt geheizt. Und die Kathode ist am Heizfaden auf der Position FK. Und das ist hier der oberste Pin. Und nebendran ist der zweite Heizpin. Und die werden jetzt als nächstes konnektiert. Ich wurde gerade Zeuge eines Wunders. Und zwar, ich habe versehentlich einen der 2,7 Megaohm Widerstände runtergeschmissen. Und was habe ich gefunden? Ein Transistor. Sachen gibt's, die gibt's nicht. Gag am Rande. So, als erstes wird jetzt die Frage aller Fragen geklärt. Funktioniert die Röhre? Also zumindest funktioniert die Heizung. Sonst ist jeder weitere Schritt mit der Röhre jetzt natürlich uninteressant.
Die Heizung ist konnektiert. Ist mit dem Steckbrett verbunden und ich schalte jetzt die 4 Volt Heizspannung ein und schaue mal, ob wir ein Glühen des Heizpfads sehen. Ja. Houston, we have ignition. Die Röhre scheint zumindest noch ein Vakuum zu besitzen, weil ich sehe keinen blauen Rauch, der mir was mitteilen möchte. Also sprich, das Vakuum scheint noch einigermaßen intakt zu sein. So, wunderbar. Laut Datenblatt ist übrigens die Aufheizzeit 1 Minute, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Ne, die Minute war die andere Röhre, die ich ursprünglich geplant habe. Also passt es. Gut, machen wir weiter mit dem Spannungsteiler. So, das 1 Mega Ohm Potti ist gesteckt. Im Schaltplan sind wir an der Stelle. Und Fokus. Und zwar der hintere Teil des Puttis geht zum 0 Volt Potenzial und der Schleifer des Puttis geht zum Steuergitter 1. Das Steuergitter 1 ist der Wellnetzzylinder. Hier ist G1 und der Wellnetzzylinder liegt direkt vor der Kathode. Und der Sinn dieses Widerstandes, der maximal 1,5 Megaohm betragen darf. Plus, minus, Fokus. Der Sinn dieses Widerstandes ist der, sollte das Gitter, also der Wellnetzzylinder, aus irgendeinem Grund positiver werden als die Kathode, dass kein allzu großer Strom fließt. Ich habe jetzt einen 1 Megaohm Widerstand gewählt. Jetzt der Widerstand, der kommt hier aus dem Potti raus, also die Drahtverbindung. Und dieser Punkt geht jetzt direkt zum Wellnetzzylinder. So, die Verbindung ist entsprechend konnektiert. Der Ausgang des Widerstandes geht, wie gesagt, zum entsprechenden Pin der Röhre, nämlich zum G1-Pin. Der ist hier. Ups, der ist hier. Und im nächsten Schritt geht es jetzt weiter mit dem Spannungsteiler und den Anschluss der Kathode. So, der Anschluss ist gesetzt. Wie ich vorhin schon gesagt habe, die Röhre ist halb indirekt geheizt und es gibt für die Kathode einen separaten Anschluss am Heizer, nämlich FK. Der ist ganz oben. Moment, ist mein. Ach, das ist schwierig, gleichzeitig die Kamera zu führen, zu gucken, zu labern und irgendwas zu zeigen. Der Ausgang des Pins, des Potties, ist dieser hier. Und er ist jetzt hier verbunden mit der Kathode. Ich gehe rüber aufs andere Board und verbinde diesen Punkt mit der entsprechenden Heizleitung, nämlich dieser hier. Und damit ist das Kathodenpotenzial der Bildröhre gesetzt. Punkt FK hier im Schaltplan.
Damit kann es jetzt hier weitergehen zum zweiten Spannungsteiler. Also hier ist das Null-Volt-Potenzial, jetzt der Spannungsteiler für die positiven Spannungen, also rechts vom Null-Volt-Potenzial. Das sind die vier 2,7 Megaohm Widerstände. Und demonstrativ ist im Bild meine Abbiegehilfe, die ich seit gefühlten 25 Jahren benutze. Ich komme manchmal vor wie ein gelebtes Museum. So, die Widerstände und die 4,7 Megaohm Potis sind in Position. Wie gesagt, der Punkt der Kathode teilt sich jetzt auf in zwei gleiche Spannungsteiler. Einmal mit 2,7 Megaohm. Also bis hierhin ist die Schaltung jetzt gemacht. Jetzt kommt die Verbindung zu den zwei Potentiometern. Die Potentiometer stecken bereits. So, die Verbindung der Widerstände zu den Potis, also die Eingänge der Potis, sind jetzt konnektiert. Im Schaltplan sind wir auf der Stelle. Das ist die virtuelle Kathode, die wird aufgeteilt in zwei Stränge. Beginnend mit einem 2,7 Megaohm Widerstand und dann ein 4,7 Megaohm Poti. Das sind die beiden Potis. Hier sind die Verbindungen der Widerstände zu den Potis. Und als nächstes kommen die zwei Schleifer, also für G2 und G3. So, messen wir mal die Widerstände. Um jetzt einigermaßen einhändig messen zu können, habe ich einen Punkt des Ohmmeters verbunden zur Masse, also zu meiner virtuellen Kathodenmasse. Wie gesagt, im Schaltplan ist das FK. Beziehungsweise bei mir ist das der Anschluss K. Das ist meine virtuelle 0-Volt-Position. Und wenn ich jetzt zum echten 0-Volt-Potenzial messe, messe ich den Durchgang des Potentiometers und der sollte 1 Megaohm betragen. Und um das jetzt einigermaßen bewerkstelligen zu können, muss ich erstmal das Multimeter entsprechend umschalten. Sofern der Fokus mitspielt, ich brauche Ohm und ich brauche den 10 Megaohm Bereich. Und wenn ich jetzt den negativen Potential anpieke, der ist hier, höre ich bereits das Klackern vom Multimeter und zwar ich habe 0,98 Megaohm. Und das ist der Wert, den ich lesen wollte. Also von hier nach hier. Und jetzt kommt der andere Teil des Spannungsteilers. Das kann ich in einem Rutsch messen, nämlich von 0 Volt, also K, zum 1000 Volt Bereich. Ich habe diese beiden Spannungsteiler im Parallel. Das ist einmal 2,7, 2,7 und 4,7 Megaohm. Da sich die beiden jetzt parallel befinden, exakt dieselben Werte, halbiert sich der Widerstandswert in der Brücke und der Gesamtwiderstand sollte 9,7 irgendwas Megaohm sein. Und jetzt prüfen wir mal von hier nach hier oder wie die Amis sagen, hier, hier. Ich tue entsprechend den Bereich anpieken und das Ohmmeter Fokus kommen geht auf 9,98
Dann kommen wir irgendwas Mega-Ohm. Und das passt somit. Und somit weiß ich, ach, der Fokus geht mir auf den Punkt. Ich habe irgendwas von 9,5 Megaohm und damit sind alle Bauteile konnektiert, weil sonst, wenn hier wie gesagt irgendwo was offen wäre, dürfte ich jetzt nicht die Gesamtsumme messen dürfen, sondern ich müsste dann die Einzelsumme messen. Aber das ist nicht der Fall. Insofern weiß ich, dass diese Kette hier komplett geschlossen ist. Und da geht es jetzt weiter. Nämlich eine Verbindung ist noch offen, nämlich diese hier. Also die ist noch offen, das heißt, die beiden Widerstände sind konnektiert, aber die Ende des Teilers muss zum 1000 Volt Potenzial. Und das ist noch nicht geschaltet, das heißt, die untere rote Verbindungslinie ist noch offen und muss jetzt auf diese rote Verbindungslinie, nämlich zum 1000 Volt Potenzial. So, der Kontakt ist geschlossen. Etwas unspektakulär. Damit ist der Spannungsteiler jetzt komplett. Und der nächste Schritt ist das Prüfen, ob der Spannungsteiler auch funktioniert. Sprich, Anlegen der 1000 Volt und Einstellung der Putties, das heißt G1, also Wellenzylinder. Ist auf circa, ich fange mal mit 40 Volt an, also minus 40 Volt. Im Datenblatt steht minus 20 bis minus 85. Ich nehme die goldene Mitte. Und ich brauche G2 mit 400 Volt. Das ist die Beschleunigungsanode. Und G3 mit 450 bis 650 Volt. Das ist die Fokussier-Elektrode. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Jetzt im Echtbetrieb, im heißen Betrieb. Sonntagmorgen 1:30 Uhr am 3.12.2023. Ich bin am Freitag nicht mehr dazu gekommen, das Feuerwerk zum Wochenende zu zünden. Das wird jetzt nachgeholt und zwar konkret, es geht um die Inbetriebnahme des Spannungsteilers. Und prüfen, ob die Spannungen einigermaßen dort sind, wo sie hingehören. Dass alles im Bild ist. So, die Kamera hat sich gerade ausgeschaltet und das Geschrei im Hintergrund ist eine Hochzeitsgesellschaft. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Genau, beim Prüfen des Spannungsteilers. Und wie sind die berühmten Worte? End of the line. Es steigt kein magischer Rauch auf. Also gehe ich mal davon aus, dass der Spannungsteiler einigermaßen funktioniert. Nochmal zum Mitschreiben. Das Multimeter ist am Punkt K eingeschliffen, also ein Punkt, und wir messen jetzt die Spannungsabfall vom echten 0 Volt Potenzial zum K-Potenzial, also die Kathode, die spätere Kathode, die jetzt etwa 100 Volt betragen sollte, von 0 bis dort. Und von hier bis zum 1000 Volt Potenzial sollten jetzt ungefähr 900 Volt sein.
Und die Spannungsteiler in der Mitte sollten um die 450 Volt haben, gemessen von hier. Wobei hier eingestellt wird G2, also 400 Volt für die Vorbeschleunigung und hier G3 450 bis 650 Volt für die Fokussiernode. Um das Ganze zu machen, brauchen wir natürlich jetzt das besagte Multimeter. Ich brauche den Gleichspannungsbereich und ich brauche den 1000 Volt Bereich. Muss aber jetzt einen Punkt finden, wo ich reinpieken kann. Also guten Morgen. Ich habe natürlich von, jetzt ist schon spät oder früh, ich habe von K zu K gemessen. Natürlich, da passiert nicht viel, weil das Potenzial ist 0 Volt. Ich muss natürlich von dem Punkt aus messen. Und siehe da, ich habe 153 Volt. Das kommt ungefähr hin minus 153 Volt, weil ich natürlich das 0 Volt Potenzial ist höher. Also passt der Wert. Ich habe jetzt gemessen, wie gesagt, von hier zu hier. Und messe jetzt hier den G2. Der ist auf 307. Ich kann das Putty einstellen auf 400. Das ist der Wert, den ich wollte für die Vorbeschleunigung. Und G3 ist hier. Und da brauchen wir jetzt irgendwas um 4. Das sollte eigentlich höher sein. Habe ich mir so verrechnet. Gut, das ist kein Problem. Da tun wir den Spannungsteiler ein bisschen umkonfigurieren. Wie gesagt, hier sind wir jetzt. Und da bauen wir den Spannungsteiler etwas um, dass ich hier näher auf das hohe Potenzial komme. Ich würde sagen, um den Wert zu behalten, lege ich hier noch 1 Megaohm rein und reduziere diesen auf ebenfalls 1 Megaohm. Wir sind ja 2,7, das heißt, ich bräuchte 1,3 Megaohm. Ach, den ich nicht da habe. Gut, mal gucken, was ich da habe und müssen ein bisschen improvisieren. Bis gleich. So, der Vorführeffekt. Mir fehlen die passenden Widerstände, wie üblich. Also machen wir eine etwas pragmatischere Lösung, um knapp 2:02 Uhr. Und zwar, ich habe das Putty und diesen Widerstand ausgetauscht. Das heißt, dass jetzt das Putty am obersten Limit der Spannung liegt
und damit theoretisch so auf ungefähr 400 Volt runterregeln kann. Die Maximalspannung ist jetzt 750 Volt, weil ja am ersten Poti 150 Volt abfällt. Das heißt, mein virtuelles Kathodenpotenzial ist dann ungefähr 150 Volt. Für die Bildröhre ist es 0 Volt. Und was dann übrig bleibt von den 1000 Volt, sind dann ungefähr 750 Volt. Und dann müsste ich jetzt die Spannung relativ gut einstellen können, um auf den Bereich zu kommen, die das G3 braucht. Und das Ganze schauen wir uns mal an, was funktioniert. Zum einen mal kein blauer Rauch, also es funktioniert hoffentlich. Ich prüfe mal noch mal den Sputi für das G2. Das ist auf 400 Volt geblieben, somit passt es. Und das andere Sputi, das jetzt also die Position getauscht hat, geht minimalst bis 358 und maximalst bis 57, also 744. Stellen wir es mal ein auf 550 als vernünftiger Wert. Die Putties quietschen übrigens, weil die sind noch aus meiner Original Saarbrücker Sammlung, ungefähr 35 bis 38 Jahre alt, gekauft bei ...... Elektronik in der Großherzog-Friedrich-Straße. Wer aus Saarbrücken kommt, weiß, wen ich meine. Das ist neuer. Und da wir gerade beim Putti drehen sind, machen wir gerade weiter mit dem Wellnetzzylinder. Muss ich dies auch dann richtig treffen? Der Wellnetzzylinder sollte nach Datenblatt ungefähr minus 20 bis minus 85 Volt betragen. Ich sage jetzt mal so, aus Jux und Dollerei machen wir mal minus 30 Volt. Der Wert wird später geändert werden, wenn die Bildröhre angeschlossen ist. Wie schon gesagt, G2 ist korrekt und G3 ist auch einigermaßen korrekt. Das heißt, dann geht es jetzt weiter mit dem Anschließen der Bildröhre. So, der Wellnetzzylinder ist bereits angeschlossen. Und zwar, der geht über einen 1 Mega Ohm Schutzwiderstand. Das hier ist G1. Das ist der Wellnetzzylinder im Schaltzeichen. Und der Widerstand hat einfach nur den Hintergrund, dass der Wellnetzzylinder geschützt ist, wenn er versehentlich positiver wird als die Kathode, dass dann möglichst geringfügig Strom fließt. Also damit die Röhre nicht überlastet wird. Im nächsten Schritt kommt jetzt G2. Das ist am Stift gegenüber, also nebendran genauer gesagt. Und G2 ist die Vorbeschleunigungsanode. So, das G2 ist jetzt auch entsprechend verdrahtet, alles schön freifliegend. Und als nächstes kommt das G3.
Das ist hier im Symbolbild, ist es hier. Und das ist die Fokussieranode. So, das G3 ist auch montiert. Es wird immer chaotischer. Das ist das Einzige, was mal bei diesen Steckbrettern auf den Punkt, Punkt, Punkt geht, ist, dass halt Kabel sind immer zu kurz, egal was man macht. Und gerade bei Bauteilen, die unflexibel sind, was die Verdrahtung angeht, ist es irgendwie immer chaotisch ohne Ende. Gut, sei es wie es sei, es fehlt noch ein kleines Detail, nämlich wer 1, 2, 3 sagt, muss auch 4 sagen, nämlich das G4. Und das G4, war mal hier, ist die Hauptanode. Das ist dann diesen unauffälligen 2000 Volt. Und die wird jetzt angeschlossen. So, die Hochspannung ist jetzt auch angeschlossen. Auch wieder etwas frei fliegend. Hier ist jetzt die Hochspannung. Die landet hier. Und geht, wie gesagt, dann entsprechend Fokus kommen zum entsprechenden Stift fürs G4 und nehmen wir das Ganze jetzt mal in Betrieb. So, nehmen wir erstmal die Hochspannungen. Die Anodenspannung ist noch auf 0 Volt. Die anderen Spannungen sind wie vorhin eingestellt. Und etwas fehlt noch, auch ein kleines unauffälliges Detail, nämlich die Heizung der Röhre. So. Man sieht, die Röhre heizt. Aber es ist natürlich auf dem Bildschirm noch nichts zu sehen, weil natürlich die Hochspannung noch nicht da ist. Ich versuche jetzt mal hier irgendwie alles in ein Bild zu bekommen. Und zwar, ich regle jetzt die Hochspannung hoch. Bin jetzt auf 1000 Volt. Es ist noch nichts zu sehen. Das Einzige, was man sieht, sind Reflektionen, wo keine hingehören. Weiter bis bis 2000 Volt.
zu sehen ist immer noch kein Leuchtbild. Das heißt, dann müssen wir jetzt mal anfangen mit dem Wellnesszylinder. Ich erniedrige jetzt mal den Wellnesszylinder. Erhöhe ihn. Und es passiert aber nichts. Nicht richtig geguckt, das war in der Blendung. Ich bin jetzt bei 35 Volt. Der Leuchtpunkt ist jetzt in der Realität wesentlich dunkler als jetzt in der Kamera. Verstelle jetzt die Fokussierung. Muss ich mal den. Bin jetzt bei 440 Volt für das G3. Bin jetzt bei 650 Volt. So, Datenblatt lesen ist immer praktisch. Es sollte fokussiert sein, es sollte um 5 mm innerhalb des des Mittelpunkts sein. Das ist eher, also Mittelpunkt ja, ist auch ablenkbar. Also wenn ich jetzt mit einem Magnet rangehe, sieht man, das ist interessant. Jetzt ist er scharf. Mein Steckernetzteil ist weniger scharf. Wenn ich jetzt mit dem Magneten an das System rankomme, ist die Fokussierung vorhanden.
Heißt das, dass ich mir hier irgendwo eine Störung einfange? Der Punkt ist jetzt gut fokussierbar. Aber ich muss von außen mit dem Magnet manipulieren. Es kann natürlich sein, dass mir jetzt hier irgendwo ein magnetisches Feld oder ein E-Feld anstreut. Das heißt, ich müsste ein Mu-Metall, Mu-Metall, Entschuldigung, Schirmungszylinder haben. Dann muss ich gucken, ob ich einen habe. Dann bis gleich. So, ich habe natürlich keinen Mu-Metall-Zylinder gefunden, der passt. Wo soll ich den auch hernehmen? Nachts um 2.51 Uhr. Ja. Aber ich habe jetzt eine andere Lösung gefunden, und zwar ich habe die vier Ablenkplatten. Also diese hier jetzt auf Kathodenpotenzial gelegt, um zu verhindern, dass die jetzt irgendwelche elektrische Potenziale haben, weil die Röhre ist ja schon ein bisschen älter und ist auch schon lange, lange Zeit in irgendeinem Lager. Nicht nur in meinem, und ja, und ich versuche das Ganze mal nochmal mit den Abschirmplatten auf Kathodenpotenzial. Wie immer Hochspannung und Röhrenreizung. Und der Punkt ist schon, wesentlich kleiner. Aber auch etwas unförmiger. Ach. Das heißt, mir wenn ich jetzt wieder mit dem Magnet daneben komme, ist der Punkt so klein, wie er sein sollte. Versuchen wir nochmal eine andere Lösung. Und zwar diese hier. Wir nehmen eine andere Röhre, nämlich die LB715, die ich ja ursprünglich schon mal im Auge hatte. Sie hat fast die exakt selben technischen Daten. Und ist vielleicht weniger bitchig. Testen wir es mal. Trotzdem probiere ich jetzt vorher noch was anderes, und zwar eine Lösung aus den Anfängen der Fernsehtechnik,
Nämlich damals gab es sogenannte Fokussiermagnete. Die wurden an die Bildröhrenhälse geklebt bzw. mit einer Schelle geschraubt und von Hand eingestellt, dass die möglichst optimale Fokussierung in der Röhre erreicht wurde. Und ob das was bringt, schauen wir mal. Das Ganze mal. Ich habe jetzt die Helligkeit ein bisschen reduziert. Hier ist übrigens dezent der Magnet im Bild. Und man sieht, wenn die Spannung eingestellt ist und die Röhre entsprechend geheizt ist, ist der Fokus, der Fleck, klein und handlich und scharf, so wie es ursprünglich gedacht war. Das Ganze von der anderen Seite. Es ist, kommt der Fokus nicht gescheit mit. Trotzdem, man sieht jetzt, ich kann jetzt den Punkt mit einem Magneten entsprechend ablenken. Und wenn ich jetzt gerade ins System komme, bleibt der Fokus bestehen. Das ist jetzt natürlich eine suboptimale Lösung. Ich brauche einen Abschirmzylinder. Aber ich probiere jetzt trotzdem mal die andere Röhre, ob die vielleicht besser funktioniert. So, es gab einen fliegenden Wechsel nachts um 3.34 Uhr und zwar auf die LB7-15. Sie hat von der Ansteuerung der Röhrenelektronik, also der Kontrollgitter, fast dieselben Daten wie die S10B1, umgekehrt B10S1. Das Einzige, was sich ändert, ist die Ablenkung, also die Spannung, die die Ablenkplatten benötigen, aber das kommt eh erst im nächsten Teil. Wichtig wäre jetzt die Frage, ob die Fokussierung ohne Schirmzylinder funktioniert. Oder gibt es eine relativ einfache Lösung, das herauszufinden, nämlich Fire up. Die LB7 braucht etwas länger zum Aufheizen. Ich habe schon einen wesentlich schärferen Punkt ohne zusätzliche Schirmung bzw. irgendwelche Kontrollmagnete. Und die Ablenkplatten sind auch nicht auf das Kathodenpotenzial gelegt, sondern die sind noch komplett freischwebend. Einer der Gründe, warum ich die Röhre nicht ursprünglich im Auge hatte, war natürlich die
Graphitbeschichtung tut ein bisschen den Sichtschirm blockieren, dass man gut filmen kann. Ich ändere jetzt mal den Wellnetzzylinder. Damit reguliere ich die Helligkeit des Elektronenstrahls. Noch ein Hinweis, das habe ich vorhin vergessen. Die Röhre ist nicht abgelenkt und die sollte natürlich jetzt nicht über längere Zeit auf demselben Funk brennen. Sonst besteht die Gefahr, dass die Röhre sich einbrennt. Jetzt ändere ich die Vorbeschleunigungsspannung. Und das hier ist die Fokussierspannung. Ich habe jetzt möglichst unfokussiert. Man sieht hoffentlich, dass jetzt der Punkt dick ist. Und jetzt ist fokussiert. Der Punkt ist scharf zu sehen. Es ist zu dunkel. Es ist auch noch zu dunkel. Also die Röhre funktioniert besser. Und wenn ich jetzt, wie gesagt, auch hier die Anodenspannung runterregle, geschalteten Licht, wird der Leuchtfleck immer dunkler und vor allem auch immer breiter, weil jetzt natürlich die Spannungen nicht mehr gut zusammenpassen. Ich muss jetzt die Fokusspannung ebenfalls ändern, was jetzt im Dunkeln etwas ungünstig ist. Wenn ich jetzt die Fokusspannung ändere, passiert auch nicht mehr viel, weil jetzt die Anodenspannung schon unterhalb des spezifizierten Wertes ist, nämlich bei 400 Volt. Und das ist eindeutig zu wenig. In 900 Volt. Im Datenblatt, da hängt es dran zufällig, sie sagen nichts über die Minimalanodenspannung, nur die Maximalspannung von 2000 Volt. Aber ich denke, bei 900 Volt ist schon grenzwertig nach unten. Gut, gehen wir nochmal auf 2000 Volt. Der Punkt ist wieder klar zu sehen. Jetzt habe ich natürlich die Fokussierspannung verstellt. Unfokussiert, fokussiert. Wellnetzzylinder jetzt auf dunkel gestellt. Jetzt mit einer geringeren Helligkeit. Die Kamera macht eine leichte Überbelichtung, also die Realität sieht ein bisschen anders aus.
Also den Halo ist in der Realität nicht zu sehen in der Kamera, aber ja. Gut. Auch hier wieder ein etwas längeres Video. Wie gesagt, der nächste Teil wird sich dann mit dem Problem der Ablenkung beschäftigen. So, das hier ist jetzt ungeplant. Das sind noch die verschiedenen Bildröhren, die ich anzubieten hätte. Und was ich vorhin mit Mühlzylinder gemeint habe, sind diese hier in der zweiten Reihe. Das sind die Mühmetall- oder Mu-Metall-Schirmzylinder für Bildröhren. Ich habe zwar die passende Röhre, aber wie gesagt, die jetzt aufzubauen, ist ein bisschen nervig. Da lasse ich mir eine Lösung einfallen für die nächste, für das nächste Video. Das ist übrigens die doofe Röhre, die B10S1. Und ja. Im nächsten Video geht es dann weiter. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Es ist immer ein bisschen stressig. Und ja, was soll ich jetzt sagen? Alles Gute. Ob das nächste Video noch in diesem Jahr kommt, kann ich nicht sagen. Ich bin gerade ein bisschen im Stress, auch beruflich. Insofern kann es sein, dass das nächste Video erst im neuen Jahr kommt. Aber es wird kommen. Bis dahin, eine gute Zeit und bis bald.